Ich habe gerade schon Bingo gehört, also meine Damen und Herren, es kann doch nicht sein. Ja. Vielleicht hat das jemandem geholfen. Aber ich sehe, die Mailingliste wird aktiv verfolgt, das beruhigt mich. Ja, nach der Bundestagswahl, alles ist gelaufen, oder? Ich meine, ja, wofür kämpfen wir? Thema Internetsperren. Unser Thema zur Bundestagswahl ist ja eigentlich vom Tisch. Ist auf Eis gelegt. Also alles in Butter. Netzpolitik wird jetzt auch von anderen Parteien wahrgenommen. Was ist unser Part? Ich denke, es ist noch gar nichts gelaufen. Die Internetsperren sind nur ausgesetzt. Und wir können uns nicht erlauben, hier Winterschlaf zu halten. Zensusula haben wir jetzt erstmal ad acta gelegt, aber sie ist wieder auferstanden in Form von Elena. Sie beschert uns hier eine Überwachung aller Arbeitnehmer in diesem Lande. Sie werden durchleuchtet und datenmäßig erfasst. Auch international sind unsere Grundrechte in Gefahr. Stichwort ist hier das SWIFT-Abkommen zwischen den USA und EU, wo das Thema Internetsperren wieder durch die Hintertür auf den Tisch gebracht wird und am EU-Parlament vorbei. Das ist nicht zu akzeptieren. In dem Zusammenhang kann man auch noch kurz auf ACTA zu sprechen kommen, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, wo es um Urheberrechte geht und quasi genau dieses Thema wieder nach vorne gebracht wird, wo es dann darum geht, um Informationsfreiheit zu beschränken. Da spielen wir nicht mit. Das haben mittlerweile auch immer mehr unserer Mitmenschen begriffen, die uns unterstützen, die begreifen langsam unseren Kampf und da müssen wir weiter ansetzen und unsere Ideen nach vorne bringen und vermitteln und da bin ich guter Hoffnung und der Frust über die politischen Verhältnisse nimmt ja immer weiter zu, das ist ja quasi greifbar und hier müssen wir allen unseren Mitbürgern sagen, dass sie wieder selber Einfluss nehmen müssen. Sie müssen mitmachen und am besten bei uns. Aber woher kommt der Frust? Ich glaube, wenn man sich einmal umschaut, ist das recht verständlich. Hier gerade in NRW haben wir einen Ministerpräsidenten, der mit leicht ausländerfeindlichen Tendenzen agiert, mal gerne auf Rumänen rumhackt. Oder eine Schulministerin Sommer, die immer vorgibt, unsere Bildung zu verbessern, die Schulen zu verbessern, aber dabei werden die Schulen am langen Arm ausgehungert oder einfach geschlossen. Ein netter Hilferuf kam letztens aus Mönchengladbach von einem Schuldirektor, der hat eine Stellenanzeige aufgegeben und hat nach einer neuen Schulministerin Bezeichnungsannonce gesucht. Und unsere Ministerin hatte nichts Besseres zu tun, als gegen diesen mutigen Mann ein Disziplinarverfahren zu eröffnen, anstatt ihm zu helfen. Ja, ein weiteres trauriges Kapitel ist unsere Justizministerin in NRW. Dort sehen wir die reine Mangelverwaltung.
zwei Gefängnisausbrüche innerhalb von kurzer Zeit lassen sich in meinen Augen nur schwer mit dem Image einer angeblichen Law and Order Partei in Einklang bringen. Also für mich sieht Sicherheit anders aus. Man könnte, also mir drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf, der staatlichen Überwachung kann man wohl am besten in einem NRW-Gefängnis entgehen. Frau Müller-Fietenkötter ist einfach der personalisierte Hochunsicherheitstrakt von NRW. Okay, dann was hat uns die SPD denn zu bieten in unserem Land? Sie versucht gerade verzweifelt den Schatten ihrer Vergangenheit davonzulaufen. Aber es gelingt ihr nicht, sie ist nicht schneller als ihr eigener Schatten, sie ist eher langsamer. Die Leute werden Hartz IV und die Internetsperrendebatte nicht so schnell vergessen, wie die SPD es gerne möchte. Stichwort daher auch war Tralafitti, also die Wortwahl wird noch lange nachhallen. Ganz bezeichnend finde ich auch das Bild vom Wähler, das Herr Gabriel verbreitet. Lange war es ja Sprachmodus, dass man die gute SPD-Politik einfach besser rüberbringen müsste. Und die haben einfach nicht begriffen, dass es nicht um Kommunikation geht, sondern dass die Inhalte einfach scheiße sind. Also ich kann mich damit auch überhaupt nicht anfreunden, wenn Herr Gabriel erzählt, er wolle den Wähler irgendwo abholen. Das ist nicht mein Bild von einem Wähler. Also da kommt bei mir so das Bild hoch eines debilen Tatterkreises, den man so an die Hand nimmt und irgendwo abholt und dann am liebsten im politischen Niemandsland irgendwo hinsetzt und verrotten lässt. Das ist nicht unsere Politik. Wir sind für Mitmachpolitik, zum Mitmachen und zwar bei uns. Jetzt könnte ich noch einen kurzen Schwenk zu den Linken machen. Möchte ich mir eigentlich sparen, die sind im Moment mit ihren eigenen Personalquerelen beschäftigt. Und dann lassen sie sich erst, wenn sie selber weiter beschäftigen. Die Grünen in NRW, das wird interessant werden. Grün ist ja die Hoffnung. Bin mir ziemlich sicher, dass die auch hier in NRW diese Hoffnung enttäuscht werden wird. Wir haben es gesehen in Hamburg, im Saarland. Alle die, die sich dort einen Wechsel erhofft haben, sind bitter enttäuscht worden. Das Kohlekraftwerk in Moorburg ist eine schallende Ohrfeige für alle Grünen-Anhänger. Und wer hier in NRW antritt und behauptet, er wolle gegen Schwarz-Gelb antreten, dem kann ich das nicht so recht glauben, wenn er noch vor ein paar Monaten im Saarland genau dieses Wahlversprechen gebrochen hat. Wechsel sieht anders aus.